Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu qualitativ schlechtem Content. Ja, ich drehe das jetzt mal schnell mit meinem iPhone, weil so sehr ich zurzeit wieder Videos drehen will, es ist zurzeit alles so ein bisschen Chaos. Und deswegen, ich habe auch sau viel zu tun. Ich komme gerade noch nicht mal zum Aufbauen. Für YouTube-Videos, beziehungsweise wenn ich das mache, dann will ich einfach viele Videos drehen und dafür habe ich gerade nicht die Zeit. So. Zu viele Projekte, die anstehen. Und eines dieser Projekte, mit denen sich mein Kopf so ein bisschen nebenbei beschäftigt, hat mich auch auf die... Wir haben hier sehr viel Licht. Hat mich auch auf die Idee gebracht für das Video, das ich über das Thema, über das ich jetzt reden will. Und zwar Social Media und Musik. Es ist irgendwie tricky mittlerweile. Und ich merke das auch selber mit dem Social Media Content hier vom Studio, wie schwierig das ist, da irgendwie an die Leute ranzukommen, bei den Leuten zu bleiben. Ja, gesehen zu werden. Auch. Also es geht um mehr oder weniger einen Solokünstler, wo wir hier ein Album produziert haben, der sehr am Anfang seiner Karriere steht, für den wir ein Album gemacht haben, das ich produziert habe auch und viele Instrumente gespielt habe und Zeug. Und das ist von mehreren Seiten bestätigt worden, dass es in dem Genre, in dem es ist, wirklich qualitativ oben mitspielt. Sowohl das Songwriting, als auch nachher, wie es arrangiert ist und Zeug. Das haben auch mehrere Reviews gesagt und mehrere Leute aus der Szene. Ich meine, es ist eine sehr, sehr enge Szene. Es geht um Grufti-Mucke. Es geht um Northern Accent, um genau zu sein, der Neofolk macht. Also es geht nicht konkret um ihn, aber er ist so der Anstoß für meine Gedankengänge. Boah, ist das ein Unterschied, wenn man hier reinkommt in die Regie. Naja. Und nicht nur ich, sondern auch viele Leute, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, mit denen ich Sachen zusammen gemacht habe, erzähl mir das auch von anderen Projekten, wie schwierig es aktuell, ich würde mal so sagen, seit Anfang des Jahres ist, Social Media zu betreiben. Ich erinnere mich an meine allererste, mein erstes eigenes, bisschen durchdachteres Projekt, das So-Called Friends, damals in Bamberg. Da gab es noch MySpace. Wir hatten eine MySpace-Seite. Und das hat funktioniert. Du hast über MySpace Leute irgendwie kennengelernt und du hast dich gespreadet und du hast festgestellt, die Leute interagieren mit dir. Dann war MySpace tot, dann kam Facebook. Facebook hat auch noch funktioniert. Zu Violet Light Syndrome Zeiten haben wir einfach Facebook-Content gemacht und die Leute sind auf diesen Facebook-Content auch eingegangen. Da wurde kommentiert, da wurde geliked. Du hast teilen können, hey, wir haben jetzt ein Album raus und Leute sind auf diese Seite gegangen, auf Bandcamp und haben sich das Album angehört und runtergeladen. Und das wurde weniger und weniger und weniger und weniger. Und ich meine, mir ist bekannt, dass Facebook seinen Algorithmus, ich suche immer noch eine schöne Stelle, seinen Algorithmus geändert hat, dass Seiten einfach nicht mehr so angezeigt werden, sondern nur noch Freunde, verwandte Personen und Gruppen. Und ich habe dann gedacht, okay, gut, dann vielleicht wollen die einfach Geld verdienen. Vielleicht geht es einfach Facebook darum, Geld zu verdienen. Und wenn du dann diese Werbeanzeige schaltest, die sie dir ja massiv versuchen anzudrehen, das ist wahnsinnig, wie viele Notifications ich kriege mit, hey, du hast hier einen Post, der ist 95% so erfolgreich wie deine anderen, zahl doch 50 Euro. Und da kommt nachher nichts bei rum.
Da kommt nachher nichts bei rum. Ich habe es selber mehrfach hier von unserer Studioseite gemacht. Ich weiß es von Northern Accent. Ich weiß es von Bell Keys. Von mehreren weiß ich, dass die Ratio von dem Geld, das sie da reingesteckt haben, zu dem eigentlichen sinnvollen Ergebnis nichts wert sind. Wirklich nichts wert sind, weil, okay, Facebook verspricht dir dann irgendwie, du hast eine Reichweite von. Und dann liked das Ganze Fake-Accounts oder bezahlte Accounts aus Fernost. So war es zum Beispiel bei Nico, Northern Accent. Er hatte dann einen Post, bezahlte Werbung. Und das haben Leute gepostet, bei denen es mehr als eindeutig ist, dass sie diese Musik nicht hören. So, was soll das? Was wir jetzt machen, ist Instagram. Sehr, sehr viel Instagram. Versuche jeden Tag irgendwie ein Foto auf Instagram zu posten, wo wir auch zum Beispiel auf das Studioprofil verlinkt sind. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Momentan noch nicht. Ich meine, ich sehe, wer auf unsere Website geht. Oder ich sehe nicht, wer auf unsere Website geht, aber ich sehe Statistiken des Traffics und wo sie herkommen. Da ist nicht viel aus Instagram. Das ist nicht viel Instagram. Und es war mal anders mit Facebook. Wir hatten vom Studio Reichweiten von so 250 oder sowas. Jetzt sind wir bei 90. Und vermutlich auch nur deswegen, weil ich dann den Post nochmal auf meinem Privatprofil teile. Vermutlich. Keine Ahnung. Es ist sehr, sehr schwer, gerade seine Musik an den Mann zu bringen. Vor allem, wenn man ein neuer Act ist. Und ich habe aktuell noch nicht die Lösung da dafür. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, was man tun muss, um die Leute zu erreichen, wenn wir jetzt nur von Internet reden. Ich meine, klar, was sowieso King ist, ist Live-Spielen. Klar. Geht raus, spielt Gigs. Spielen, 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 spielen. Schon immer gewesen. Absolut schon immer ein ganz großer Faktor gewesen. Aber wie mache ich heutzutage Social Media? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, wirklich keine Ahnung. Wenn ihr eine Ahnung habt, ab damit in die Kommentare. Aber sowas von. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns zusammen setzen oder wenn wir zusammen den Weg daraus finden. Weil ich glaube, es gibt noch mehr Leute so wie mich, die momentan sagen, keine Ahnung. Und mich frustriert das so ein bisschen. Mich frustriert das, dass ich das Gefühl habe, ich habe gerade keinen Weg zu zeigen, was für einen geilen Scheiß wir hier so machen. Ich weiß von einer anderen Band, die jetzt relativ neu sind, die Jazzband, die hier war. Da ist einfach jeder der Bandmitglieder jetzt schon unglaublich gut vernetzt. Das sind alles Profimucker. Die kennen einfach jetzt schon unglaublich viele Leute, die spielen in unglaublich vielen Bands. Das heißt, die haben das einfach auf ihren anderen Bandprofilen geteilt. So, hey, guck mal, wir haben hier ein neues Projekt zusammen. Und haben die dann rübergenommen. Stellenweise sogar persönlich angeschrieben. Denke ich. Ich war nicht dabei, aber davon gehe ich irgendwie so ein bisschen aus. Aber selbst für das krebsen die noch sehr rum mit ihren Like-Zahlen. Und ich kenne keine Statistiken der Views, aber des Traffics. Aber was ich mir vorstellen könnte, was ein Weg sein kann, aber da habe ich einfach keine Erfahrung, deswegen bitte Comments, Comments, Comments. Ist Spotify. Dass das Teilen von Playlists wichtiger und wichtiger ist. Also, dass ihr als Band oder als Projekt oder sowas gucken solltet, dass ihr auf Spotify seid und dann in Playlisten reinkommt,
die geteilt werden. Keine Ahnung, wie man das machen kann, wie man das unter den Leuten verteilen kann, dass es jetzt hier eine Spotify-Liste gibt. Kein Plan. Ich habe keinen Plan. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Lasst es uns zusammen diskutieren und vielleicht den entscheidenden Schritt weiterkommen, was das Internet der Tage, die Tage von uns möchte, dass wir tun, damit unsere Musik geteilt wird. Weil ich habe das Gefühl, selbst ich kriege mittlerweile nichts mehr mit von anderen Bands, was mich durchaus interessieren würde. Und ich hatte nie das Gefühl, überschwemmt zu werden. Also ich hatte auch zu MySpace-Zeiten oder eben die Anfänge von Facebook, mit den Seiten hatte ich nie das Gefühl, ich werde überschwemmt von Informationen, sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl, das ist doch alles cool und ich bleib einfach am Ball von den Dingen, die mich interessieren. Und jetzt habe ich das Gefühl, es macht niemand mehr irgendwas, weil es mir nicht angezeigt wird. Weil ich es einfach nicht mehr mitkrieg. Außer wenn Facebook mir mitteilt, dass irgendwelche Freunde auf einer Veranstaltung in meiner Nähe sind. Und ich denke mir, nee, macht es genau andersrum. Ich will es von der Band wissen, nicht von meinen Kumpels. Ja, zum dritten Mal. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Sagt mir, was ihr zurzeit macht. Und ich freue mich, es auszuprobieren und weiterzukommen. Ansonsten sage ich sorry für die Videoqualität heute. Das wird wieder anders. Ich hab die Kamera sogar dabei, aber hier steht mein Stage-Piano und dann so viel zu tun. So viel zu tun. Ich sitze an meinem Musical. Ich habe noch Auftragskomposition, noch einen neuen Job für Songwriting an Land gezogen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen mit dem Fertigmachen da draußen beschäftigt. Und Zeug, ich komme nicht zum Drehen. Ich muss mal gucken, ob ich mir die Woche noch irgendwie freischaufel, dass ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Videos mache. Das Ding ist, dass auch alle so ein bisschen Vorbereitung brauchen. Das ist der Haken an der Sache. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Übrigens, unser Kaffee ist leer. Der Link, um das zu lösen, ist unten in der Beschreibung. Da ist besseres Licht. Ich weiß nicht, was mit dem iPhone. Egal. Nochmal sorry für die Bildqualität. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und freue mich über alle eure Kommentare. Tschö mit Ö.